hast die ganze Nacht kein Auge zugetan, stimmt's? Wie soll ich denn schlafen, wenn ich dann ständig Jana vor mir sehe? Herrgott, warum konnte ich Sarah nicht einfach vergessen? Und vor allem, warum konnte ich Jana nicht die Liebe geben, die sie verdient hat? Liebe kann man nun mal nicht auf Knopfdruck einfach an- und ausschalten. Hör auf, dir die Schuld zu geben. Weißt du, was Jana gesagt hat, bevor sie starb? Sie hat gesagt, dass Sarah und ich zusammengehören. Dann hat sie euch verziehen. Jana hat euch vergeben. Wenn sie ihren Frieden gefunden hat, dann darfst du das auch. Das sieht Herr Brandner aber ganz anders. Er denkt, dass meine Gefühle für Sarah Jana ins Grab getrieben haben. Das ist Blödsinn. Herr Brandner, der sucht in seiner Trauer nach einem Schuldigen. Das darfst du nicht an dich ranlassen. Warum denn eigentlich nicht? Er hat doch recht. Gib dir nicht die Schuld, Leonard. Es war ein Unfall. Leonard. Ich habe mich am Wochenende noch mal in Sachen Erbrecht schlau gemacht. Und hast du was gefunden, was uns helfen kann? Unsere einzige Chance wäre gewesen, Ansgar die Fälschung für das Testament nachzuweisen. Aber da die Unterschrift sogar einer forensischen Untersuchung standgehalten hat... Dann können wir also im Moment überhaupt nichts tun. Ich fürchte, nein. Solange Ansgar das Sorgerecht für den Kleinen... Ich wollte mit der Kleinen noch ein bisschen spazieren gehen. Ja. Na, meine dicke Maus? Dann viel Spaß. Du weißt gar nicht, wie gut es dir geht. Tschüss. Solange er das Sorgerecht für Hannes hat, dem laut Testament hier alles gehört, kann er schalten und walten, wie er will. Wir können doch nicht zulassen, dass Johannes letzter Wille so mit Füßen getreten wird. Vielleicht haben wir Glück und es gibt irgendeinen Paragraphen, der das alles verhindern kann. Wenn wir noch etwas tun können, dann mit Ansgars Hilfe. Er muss einen Fehler machen, der so schwerwiegend ist, dass ihm das Sorgerecht für Hannes wieder entzogen wird. Bei seiner kriminellen Energie dürften wir darauf nicht lange warten müssen. Und außerdem ist es auch besser für Hannes. Ansgar benutzt ihn in diesem Fall nur als Mittel zum Zweck. Na, spielt immer wieder Räuber und Gendarm? Hast du da als Kind nicht auch schon immer verloren? Ja. Das kümmern mich die Kindereien von früher. Ich halte mich lieber an die Fakten von heute. Tja, und wenn dir die Fakten nicht passen, dann manipulierst du sie eben. Aber früher oder später musst du auch einen Fehler. Liebste Stiefmutter, ist da nicht der Wunsch der Vater des Gedankens?